Moin und herzlich willkommen zu einem nächsten Teil vom Homeoffice Workout. Ich möchte euch heute gerne ein paar Übungen zeigen, nur für die Mobilisation, Dehnung und Lockerung der Muskulatur, was ihr machen könnt, damit man zwischendurch wieder so ein bisschen beweglich wird, wenn man eine Weile gearbeitet hat. Die erste Übung, einfach nur hinstellen, ich mache es seitlich vor, atmet ein, nach oben hoch die Arme und ausatmen nach unten und locker lassen. Einatmen, nach oben hoch. Ich drehe mich wieder hoch. Wer möchte, kann auf die Zehenspitzen gehen. Ausatmen, nach unten, Knie beugen. Und hier unten richtig locker lassen. Noch einmal. Wer möchte, kann natürlich das Ganze auch ein bisschen schneller machen. Streckung oben, Bauch kurz anspannen. Einatmen, beim Ausatmen hier locker lassen. Und wieder hoch. Genau. Einatmen und dann wieder absetzen. Schultern ein bisschen auslockern. Bisschen bewegen. Super. Du musst natürlich zu Hause aufpassen, dass du nach hinten raus ein bisschen Platz hast, dass du nicht ständig gegen den Stuhl stößt. Genau. Für die zweite Übung geht es um eine Dehnung der Rückenmuskulatur. Stellst du dich vor deinen Stuhl. Beide Hände auf die Lehne, auf die Armlehne oder auf die Sitzfläche legen und dann machst du den Rücken gerade. Jawohl. Gehst ein Stückchen nach hinten und dehnst dich jetzt hier raus. Die Arme nach vorne, du kannst den Stuhl nach vorne schieben dabei. Der Rücken ist gerade, bis du eine Dehnung im Rücken merkst, im Gesäß und in der Beinrückseite. Wenn du magst, kannst du jetzt leicht so ein bisschen die Knie beugen, dann beide Knie und einmal wieder rausstrecken. Und wenn du kannst, hier ein bisschen tiefer gehen. Jawohl. Und langsam wieder nach oben hochrollen und wieder auslocken. Diese Übung, wenn du magst, 3 Runden und jeweils ein bisschen in der Dehnung immer drin bleiben. Super. Für die nächste Übung kannst du dich einmal entweder auf dem Stuhl hinsetzen oder auch stehen bleiben. Geht beides. Im Stehen ist es ein bisschen schwieriger, weil es ein bisschen schwieriger ist, die Kontrolle jetzt im Becken zu halten. Es geht um die Beweglichkeit in der Rotation der Brustwirbelsäule. Beide Arme hinterm Kopf leicht verschränken. Feststehen, die Füße in den Boden reindrücken und du musst gucken, dass du das Becken jetzt gar nicht mitdrehst. Das Becken bleibt hier. Beide Beckenknochen schauen immer nach vorn. Hier oben jetzt festbleiben, Brustkorb aufrichten, Bauchnabel rein und dann hier zur Seite, in die Mitte einatmen und ausatmen zur Seite. Einatmen in die Mitte, ausatmen zur Seite. Wenn du kannst, versuchst du hier so ein bisschen mehr mit Geschwindigkeit zu arbeiten. Denk dran, die Füße fest im Boden zu verankern. Auch gerne im Sitzen. Wie gesagt, ein bisschen einfacher, mehr Kontrolle im Becken. Hier kannst du ein bisschen mehr dich in die Dehnung reingeben. Jawohl. Auch das, wenn du magst, zu jeder Seite ungefähr 10 bis 15 Mal zwischendurch wieder auslockern. 3 Runden. So, letzte Übung, auch im Stehen oder im Sitzen. Füße fest am Boden, eine Hand auf die Oberschenkel legen, der andere Arm streckt nach oben raus. Wichtig ist, dass du dabei jetzt nicht das hier machst. Ne? Hier zwischen Ohr und Schulter ist immer größtmöglicher Platz. Also Arm nach oben, Schulter tief. Und jetzt gehst du hier über die Seite rüber und kommst wieder nach oben hoch. Auf die andere Seite wechseln. Jawohl, Schulter tief, Bauch ist wieder fest. Bis du hier eine Dehnung merkst, hier rüber bis in die Fingerspitzen. Schau, dass du nicht abknickst, sondern hier oben bleibst und die Dehnung in der Flanke hast. Langsam auch wieder absetzen und auslockern. Super! Bereit für die nächste Runde Büroarbeiter? Also, mach's gut!